So, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir spielen Fishing Barency. Ja, da seht ihr unser neues Schiff. Damit wollen wir heute los, unsere Netze einholen. In der letzten Folge haben wir die ausgebracht. Ich glaube, das war aber ein bisschen übertrieben. Ich habe 4 Netze ausgebracht. Ja, ich würde aber sagen, das waren mindestens 2 zu viel. Auf jeden Fall werden wir jetzt noch ein paar Netze einholen. Und wir können uns mal noch eben ein bisschen was anschauen. Zum Beispiel können wir mal gucken nach der Fangquote. Da hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, ich habe vergessen, wo man die findet. Und da habt ihr mich freundlich darauf hingewiesen, dass man die hier unten im Lagerraum, wenn wir hier auf Quoten klicken, da sehen wir sie. Unsere Fangquoten. Und so wie das aussieht, ich habe sie ja mit unserem Anfängerschiff nicht verfolgt. Aber so wie das aussieht, bleiben die Quoten erhalten, wenn man das wenn man das Schiff aufrüstet. Und da erhöht sich bloß diese Quote, also dieser schwarze, dunkelgraue Balken. Ja, da würde ich sagen, wir fischen einfach mal drauf los und dann muss man einfach schauen, dass man vielleicht ein bisschen später dann auf jeden Fall auf Pollack gehen. Denn da haben wir eine ziemlich große Quote. Denn wenn die Quote erschöpft ist, dann können wir die Fische auch nicht mehr verkaufen. Dann haben wir natürlich schlechte Karten und bekommen kein Geld mehr rein. So, okay, so viel zur Quote. Was haben wir denn noch so? Unser Crewman, da können wir auch mal gucken. Da hatte ich ja einfach eingenommen. Moment, ich dock mal eben an. Da hatte ich einfach eingenommen, der ja ziemlich gute Balken hatte, der Beste war. Der beste Mann. Den haben wir jetzt. Ja, ich glaube, das ist auch so. Hier der Rudi. Level 75. Ich dachte eigentlich zuerst, ja, ich bin immer ein bisschen verwirrt. Ich dachte zuerst, das ist das Alter von den Leuten. Weil hier die Karin sieht, ja, 64. Sieht ja fast so aus. Ja, 34, 44, das würde passen. Aber nee, das ist das Level. Ja, und unser Rudi, der ist schon Level 75, hat ziemlich alles im mittleren Bereich, außer Kochen. Da ist er noch ein bisschen schlecht, aber das bekommen wir noch hin, Rudi. Das schaffen wir. Ja, genau. Und da wollte ich euch auch noch zeigen hier. Der will jetzt 6% von unserem Erlös haben. Ich sag mal, das ist ein bisschen viel, aber ich sag mal, für das, was er kann, das ist eigentlich recht gut. Wir können den später mal noch rauswerfen. Vielleicht müssen wir sehen, ob wir einen besseren finden. Aber wenn wir hier schauen, guckt mal, die wollen 3, 4, 5%, aber hier, was will ich denn mit so einem hier? Der kann doch nichts. Der müssen wir erstmal alles beibringen, das dauert ewig. In der Zeit haben wir so viel Geld verloren. Nee, Olaf, das wird nichts mit dir. So. Ja, in Hammerfest sind wir. Und unser neues Boot. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Skagen, Sjagen. Auf jeden Fall, das müssen wir mal umbenennen. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, haut es mal in die Kommentare. Mal so richtig einen coolen Schiffsnamen. Natürlich nicht zu lang. Irgendwas, was toll ist, was zum Schiff passt. Was zu uns passt. Vielleicht fällt euch ja was ein. Und legt mal ab. Lang genug geschwafelt. So. Auf geht's ins Fanggebiet. GPS an. Motor an. Ach ja, jetzt fällt mir noch was ein. Das wollte ich euch auch noch erzählen. Da war ich auch so ein bisschen verwirrt. Wir hatten ja nach dem Schiffskauf unsere Langlein mit Köderfischchen bestückt. So, dann hatte ich die alle bestückt, habe natürlich Geld ausgegeben dafür und dann habe ich in den Boot rumgeklickt und gesehen, aha, Upgrade, da können wir ja Netze ausrüsten. Habe ich gedacht, das ist ein Zusatz. Habe ich da auf Netze geklickt, ja, da waren plötzlich die Leinen weg. Da habe ich gedacht, oh, schade. Jetzt haben wir die Leinen versimst. Jetzt hat es umgerüstet, aber nein. Die Leinen haben wir noch an Bord. Das sieht man nachher im Hafen oder hätten wir uns mal anschauen können, aber das ist so. Die haben wir noch an Bord. Und wenn wir die wieder umrüsten, sollten die dann auch wieder da sein. Also die sind dann wohl nicht verloren. Und die Netze müssen wir gucken. Wie gesagt, 4, es war ein bisschen viel.
Ich wusste es nicht besser. So, ja, ich habe ein bisschen mal die Zeit vorgespult, dass wir hier optimale Fangzeit haben. Also 20 Stunden ist jetzt das Netz hier drin. Das passt. Passt perfekt natürlich. Schön blau hier. Unsere beiden Bojen. So, da müssen wir aber jetzt mal unseren Rudi, den müssen wir hier ans Netz stellen. Der soll jetzt das Netz einholen. Und das ist auch wichtig, den müsst ihr unbedingt mitnehmen. Wenn er den, ich hatte es nämlich schon mal versucht jetzt testweise, wenn ihr den jetzt nicht hier mit habt, das Netz könnt ihr selber nicht einholen. Also das muss den Crewman machen. So. Rudi, es geht los. Ja, das finde ich auch also richtig schön gemacht. War was ganz anderes, dass man hier diese Tastenfolge drücken muss, um auch die Fische zu landen. Upsala. Wie viel haben wir denn überhaupt? 4 von 12. Ich denke mal 12 im Netz, das ist eigentlich gut. Hatten wir bei den Langleinen hatten wir auch immer 12 Stück so. Upsala, verdrückt. Ich hoffe mal, da haben wir jetzt nichts kaputt gemacht. Ja, ein bisschen ist das Netz kaputt, sehe ich gerade. So, Lagerraum gefüllt. Ich würde sagen, der ist überfüllt. Weil, wenn ich sehe, 14 Tonnen Kabeljau, 5 Tonnen Pollack. Fast 3 Tonnen Schellfisch und nochmal 3 Tonnen Rotbarsch. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind überladen. Wir können maximal doch bloß 5 Tonnen laden. Und ich glaube, das waren jetzt über 20 Tonnen. Ja, das meinte ich nämlich. So, passt mal auf. Der Rudi? Rudi? Auf geht's. Du musst jetzt Fische ausnehmen. So, da läuft er hin. So, sehen wir nicht die Fische, aber... Macht so ein bisschen Pantomime. Er nimmt die auf jeden Fall jetzt aus. Das sehen wir, wenn wir hier zum Beispiel wieder auf den Fisch klicken. Lagerraum. Klicken auf Ausnehmen. Und da sehen wir hier, wie toll der die Fische ausnimmt. Und das macht er wirklich gut, weil er hat zum Beispiel jetzt gerade hier 4 Sterne, 5 Sterne. Also der ist oberes... Nee. Er ist... Oh, wie sagt man denn jetzt? Überdurchschnitt. Ja, Überdurchschnitt ist er. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie ich mich angestellt habe. Ich habe das auch noch nicht raus. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Ich war mal hier vorne. Und vor allem jetzt sehen wir auch, was das ausmacht, diese Sterne. Zum Beispiel ein Stern, der bedeutet, die Fische, die wir gerade ausgenommen haben, die bringen uns 30% weniger Geld ein. So, 3 Sterne plus 10%. Und wenn wir jetzt 5 Sterne haben, also das perfekt machen, dann bekommen wir 50% mehr Geld beim Verkauf. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn wir die ordentlich ausnehmen. Und Rudi, der macht das gut. Der hat auch vorhin schon mal so einen Burger gekocht. Kann der den essen hier? Nee. Nimmt 55 Fische die Stunde aus. Ja, was ist denn 55 Fische? Was wiegt denn so ein Fisch? Na gut. Auf jeden Fall sehen wir hier, 500 Kilo hat er jetzt ausgenommen. Und 4500 hat er noch vor sich. Puh. Da muss er aber noch ein bisschen machen.
Was machen wir da so lang? Da können wir nicht mehr die anderen Netze. Am besten wir tun das jetzt selbst noch ausnehmen. Keine Jobfracht. Das heißt, wir können ja auch mal später was mitnehmen. Okay. Ja, die Quote ist noch nicht gestiegen. Das scheint dann erst, wenn es entweder wenn es fertig ist oder wenn wir die verkaufen. Ich glaube aber eher, wenn wir die verkaufen. So, ja. Rudi macht hier noch ein bisschen. Und wir, was machen wir? Sorry. Wir schauen mal auf die Karte. So. Wir schauen mal. Wir hätten jetzt hier oben noch einen Hafen, das ist ein bisschen sehr weit. Oder hier. Also in Hammerfest, da haben wir jetzt unseren Ruf komplett aufgebaut. Pass auf, da fahren wir mal hierher, machen wir hier noch ein bisschen Rufaufbau. Aber da machen wir eine Schnellreise. Und dann gucken wir, wie weit er ist mit dem Ausnehmen, ansonsten machen wir den Rest selber. Ja, er ist noch dabei. Ja gut. Hat ein reichliches Drittel geschafft. Aber ich würde sagen, man sieht das. Das Schiff hängt tief im Wasser. Wo wir von losgefahren sind, da war die Leiter noch über dem Wasser. Ja, hier stehen die Kisten mit unserem Fisch. Moment, ich fahre mal ein bisschen langsamer. Der kann noch ein bisschen ausnehmen. Umso mehr Profit machen wir ja. Und wir gucken uns einfach mal noch derweil das Schiff ein bisschen näher an. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Oder Moment, ich stoppe mal die Maschine. Rudi, der macht hier noch. Wir gehen hier mal ins Steuerhaus. Da können wir so ein bisschen schön mal hier in Ruhe rumgucken. Was haben wir denn? Eine Uhr? Oh, hier, guckt mal. Haben wir sogar ein schönes Bild von unserem Schiff. Feuerlöscher, ja. Gehört sich. Was haben wir hier im Kompass? Kaffeebecher. Jetzt haben wir unser Sonar. Moment. Mal wechseln. Der ist ein bisschen klein, erkennt man schlecht, aber größer schon mal wie das andere. Hier haben wir die ganzen Schalter für die Beleuchtung. Hier haben wir unser Notruffunkgerät. Das hier oben auch. Nein, das ist außer Funktion. Hä? Okay, ein Telefon. Hallo? Ah, verstehe. Können wir die Crew Befehle geben? Gashebel. Steuerrad. So, Tür nach außen. Nee, der hat gar keine Kajüte, oder wie jetzt? Ich dachte, hier kann man noch in die Kajüte runter. Dach, Rudi. Wie läuft's? Ah, er will nicht mit uns sprechen. Gut. So, was haben wir hier? Ja, unseren Einholtisch. Dann haben wir hier ein Steuerrad. Nochmal ein Gashebel. Wo hier? Was? Rudi? Wohin? Ja, hier wohnt er drin. Ist ein bisschen klein, aber... Ja, das ist so... Hallo? Hat er geklopft? Will er raus? Nee, das sind wir hier. Wir trampeln ja auf dem Blech rum.
So, ja, da werden wir wohl weiter ausnehmen müssen. Obwohl, Moment, geht's hier runter? Nee, auch nicht. So, gehen wir wieder an Steuer. Moment, Tür zu. So. Gut, machen wir uns einen Hafen. In der Zeit nehmen wir noch den Rest aus. So, Lagerraum ausnehmen. Nee, Quatsch. Wir müssen doch hier oben Fisch ausnehmen. Drück den Daumen. Ei, ach Mensch, ich hab's doch gewusst. Wieder tot. Ohne Worte. Wir haben nicht mal einen Stern. Ja, es ging, es ging. Das ist okay. Perfekt. Ja, einmal total geht das in die Hose, dann ist das wieder perfekt. Das ist sowas von schwer, kann ich euch sagen. Die haben wir mal einen Burger gefüttert. Was haben wir hier jetzt? Hier haben wir jetzt einen blauen Balken. Was heißt denn der? Ja, das ist wieder so eine Frage, die weiß ich jetzt nicht, warum das hier halb blau ist. Vielleicht weil der Rudi da vorher war. Mal sehen jetzt. Jetzt haben wir 5 Tonnen an Bord. Moment, sehen wir auch. Und nee, noch nicht, noch nicht. Noch nicht anlegen. Mach mal Motor aus, bitte. Ich wollte mal gerade schauen. Wir haben an Bord Rotbarsch. Pollack, sorry. Kabeljau, ja. Kabeljau haben wir am meisten und dann Pollack. Pollack, Kabeljau, ne, das passt. Gut, das passt. So, dann docken wir mal an. Der Kabeljau bringt uns 84.000, Pollack 13.000, 5.000, 11.000 Rotbarsch. Verkaufen wir. Haben wir eine Einnahme von 92.000? Nur? Rudi Hansen bekommt 5.920. Hafenruf haben wir noch mal 44. Ja, das ist ja wirklich ein Witz, aber wir sind ja erstmal am Ruf aufbauen. 11.000, 82.000. Das ist echt. Irgendwo fehlte doch was. Ja, ach, hier ausnehmen. Schellfisch haben wir ganz schön verhunzt und hier. Den Pollack, was ist denn jetzt los hier? Frosch im Hals. Den haben wir auch ganz schön verhunzt. Naja, gut. Ich muss mich da irgendwie noch verbessern. Ich weiß es nicht wie, aber das müssen wir noch machen. Gut, Doc. Tankt mal auf. Schiff ist noch heil. 50 Liter brauchen wir. So, Ruf sind wir. Der Seebär. Der Seebär wäre doch mal ein schöner Schiffsname. Seebär. Ja, mal überlegen, ob hier was schreibt. Ansonsten wird's der Seebär. Schauen wir mal. Bis morgen habt ihr Zeit. Jeden Tag wird jetzt wohl eine Folge kommen. Ich hoffe, ihr seid immer wieder dabei und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin.